Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Legend of the Legend of Dragoon, wollte ich eigentlich gesagt haben. Es wird storylastig in diesem Part, vielleicht auch in den nächsten Part, ich weiß es nicht, denn wir können uns jetzt völlig ungeniert auf der Queen Fury umsehen. Und es gibt das ein oder andere, was wir hier tun können. Und wir fangen, denke ich, jetzt erstmal unter Deck an. Würde ich mal behaupten. Ich suche nämlich eine ganz bestimmte Person und ein ganz bestimmtes Item, welches ich hier noch nicht finde. Gehen wir mal hier rein. Sind das drei unterschiedliche Räume oder ist das... Nein, es ist ein großer Raum. So. Und hier finden wir das erste von zwei Dusty. Das ist zumindest schon mal die halbe Miete. So, mit Meru werden wir jetzt erstmal nicht quatschen. Ich suche eigentlich einen ganz bestimmten Charakter. Ich suche nämlich den guten Darty Dart, mit dem wir als erstes quatschen werden. Okay, da oben ist schon mal Herschel. Was hast du mir zu sagen? Hallo, Miss Shayna. Hi. Schau mich an, ich bin Shayna. Hi, Digga. Die Queen Fury ist das einzigste Stahlschiff in ganz Endiness. Es kann sogar die Attacke eines Seedrachen abwehren. Ja, das haben wir mittlerweile schon ein paar Mal gehört. Ich bin allerdings gespannt, ob es das tatsächlich kann. Andererseits möchte ich es auch nicht herausfinden. Hier bist du also, Dart. Ja, was habt ihr? Schiffsreisen können ziemlich hart sein, wenn ihr sie nicht gewohnt seid. Wenn es dir nicht gut geht, dann ruh dich einfach aus. Okay. Oh, hi, genießt ihr die Bootfahrt? Bis jetzt noch nicht ganz, ehrlich gesagt. Hey, Dart. Was checkst du hier in der Kabine des Captains? Hi, Dart. Dart? Wenn Menschen auf See sind, haben sie sehr viel Zeit, über was nachzudenken. Freundschaft, Liebe, über das Leben und Romanzen. Okay. Wahrscheinlich tut Darts Herz sich gerade im mit Mutter Ozean durchwandern und so. So ein gruseliges Gesicht. Er muss über das schwarze Monster nachdenken. Maybe. Oh, Shayna. Stimmt was nicht? Ich habe auch nachgedacht über die Vergangenheit und die Zukunft. Und über dich und mich. Oh oh. Du und ich? Ja. Irgendwann wird unsere Reise eventuell zu Ende gehen. Das wird sie mit Sicherheit. Ja, eventuell. Aber ich frage mich, wo wir dann sein werden. Naja, am Ende von CD4. Ich möchte an deiner Seite sein, Dart. Aber niemand weiß, wie die Zukunft verläuft. Ja, vielleicht ist das auch besser so. Und sie rennt stürmisch davon. Dart checkt einfach gar nichts. Liebe und Segeln sind dasselbe. Wenn du nicht gegen die Wellen schwimmst und es einfach genießt, wirst du es irgendwann überkommen und so. Nur nachdenken ist alleine nachdenken ist manchmal gut, aber manchmal, wenn du auf andere hörst, wird sich dir ein Weg öffnen. Okay. Das schwarze Monster, ich weiß immer noch nichts darüber. Vielleicht weiß Rose irgendwas darüber. So, und wir kommen jetzt in Kontrolle von Darty Dart. Sein Gesicht sieht sehr merkwürdig aus, muss ich sagen. Und wir werden jetzt quasi mit Rose quatschen, welche irgendwo am oberen Deck herumschlawenzeln muss. Dart ist doch echt eine Flachpfeife manchmal. Der Typ merkt ja auch gar nichts. Der Typ merkt einfach gar nichts. Ja, stimmt, sie ist ganz da oben unterwegs. Ganz, da bist du also, Rose. Ne, ich möchte erstmal runter von der Leiter. Ich möchte gucken, was der Typ hier zu erzählen hat. Und, was gibt's Neues, Seemann? Ich kann mir nicht helfen, aber ich muss einfach cool in vor Mädels ausschauen. Okay. Obwohl du gar nicht cool bist wahrscheinlich. Wir kennen das alle. Wir tun einfach, vor allem wenn es Mädchen sind, die uns gefallen, tun wir einfach so, als wären wir cool. Dabei sind wir voll die Lappen. Hey Rose.
Da bist du. Kann ich dir helfen? Es geht um das schwarze Monster. Ich dachte, du weißt vielleicht etwas darüber, Rose. Ah, das stimmt. Deine Reise bestimmt ja allein nur dieser Grund. Unglücklicherweise habe ich nichts, was ich dir erzählen könnte. Oh. Ich bin das schwarze Monster. Spoiler. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Was wirst du tun, wenn du das schwarze Monster, gefunden hast? Was wirst du mit ihm anstellen? Ihn töten, um deine Eltern zu rächen? Würde das deine Gefühle befriedigen? Naja, Rache tut absolut nichts ändern. Das habe ich von Levitz gelernt. Yeah. Um dir die Wahrheit zu sagen, ich weiß nicht, was ich tun werde. Oder was ich überhaupt tun würde, wenn ich das schwarze Monster, wenn ich ihm entgegenstehen würde. Ich möchte nur wissen, was es ist. Ich verstehe. Nun, ich kann dir eine Sache sagen. Weißt du, was die Quelle der Macht der Dragoons ist? Krieg liegt nicht in der menschlichen Natur. Die Menschen kämpfen, indem sie sich selbst in den Wahnsinn stürzen. Es ist... Das gleiche gilt für die Rache. Das ist ein Werkzeug, um deine... um deinen Wahnsinn zu verstärken. Und dieser Wahnsinn ist die Kraftquelle der Macht der Dragoons. Der Drachenritter. Das wusste ich nicht. Irgendwann, eines Tages, wird was wird es passieren. Und du kannst... Du kannst deinen Wahnsinn nicht mehr unterdrücken. Ich frage mich, ob du in der Lage werden wirst, das auszuhalten. Wenn man die Größe deines Geistes bedenkt. Ist das gut oder schlecht? Sorry, das war nur Blödsinn. Ich glaube, sie spricht aus eigener Erfahrung. Ja, es ist okay. Wenn ich mit Lloyd fertig bin, werde ich auf meine Reise gehen, um das schwarze Monster zu jagen. Wenn ich ihm gegenüberstehe, werde ich meine eigene Antwort finden. Ja, das ist wohl... sehr richtig. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das Ganze auflösen wird mit dem schwarzen Monster und whatever. Ich bin allgemein noch gespannt, was uns in diesem Spiel erwartet. Meine ist nicht eine Reise. Ich werde mir wohl etwas die Beine vertreten. Oh ja, tu das, deine sexy Beine. So, und wir müssen jetzt mit der guten Rose quasi den nächsten Kollegen finden, mit dem wir quatschen. Wir gehen weiter runter. Und das wäre dann an der Rangordnung der gute Heschel. Mal gucken, was er uns zum Erzählen hat. Ich hoffe, interessante Dinge. Und da sitzt er wieder mit seinem nachdenklichen Blick. Obwohl es aussieht, als ob er eine Augenklappe hätte auf der linken Seite, aber egal. Ah, hier ist doch der gute Heschel. Heschel? Heschel Bashel, was geht ab? Denkst du über etwas nach? Oh, Rose. Möchtest du über deine Liebe reden? Ich bin nur etwas herumgelaufen und bin zufällig hier gelandet. Kann ich dich eine Sache fragen? Klar. Du, warum reist du mit uns? Ich habe gehört, dass es anfangs um Darts Dragoon-Seele ging. Aber ich glaube nicht, dass das alles ist. Ich denke, dass diese Reise vielleicht nur eine kleine Pause für mich ist. Eine Pause von was? Pause, hä? Naja, jeder hat verschiedene Ziele für die Reise. Aber du... Das sieht so aus, als ob du... dich immer weiter dem Tod nähern möchtest. Als ob dein Leben von irgendetwas bestimmt wäre. Das ist nichts, was dich angehen würde. Der wollte sich doch nur unterhalten. Ha. Ich denke, ich habe mich vielleicht ein bisschen zu sehr eingemischt. Ich darf andere Leute nicht verurteilen. Naja, das dürfen wir alle nicht in gewisser Weise.
Herschels Home Village vor 25 Jahren. Oh, er sah immer noch genauso alt aus wie heute. Tja, Claire! Deine Schritte während dem Angriff sind sehr langsam. Du musst sie mehr präzise, du musst präzisere und schnellere Schritte vollführen. Ja, Vater. Was ist mit dem Gesicht los? Was ist mit den Gesichtern los von diesen Leuten? Du Idiot! Nenn mich während des Trainings nicht Vater! Nenn mich Meister! Oh, es tut mir leid, Meister. Ja, das ist wahrscheinlich irgend so ein Disziplin-Dingens, nehme ich an. Hä? Claire. Du, meine Tochter, welche die einzige Erbin unserer althergebrachten Rogue School Kampfkunst ist. Ja, scheint wohl kein anderer mehr übrig zu sein. Yeah! Ah! Hu! Yeah! Ah! Here! Ah! Claire! Du kannst die Rogue Schule nicht übernehmen mit solchen lächerlichen und erbärmlichen Skills! Tja! Hua! Oh, voll ins Gesicht, Alter. Ha, du hast eine mörderische Kraft in deine Fäuste gesteckt, nicht wahr? Ja, klar. Oh, Lotta, was ist los? Lotta, was ist passiert? Oh, Lotta! Geh aus meinen Augen! Lotta! Geh aus meinen Augen! Oh, Verzeihung. Es ist halt nicht mehr so wie vor 10 Jahren. Was die Stimme angeht. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob besagte Lotta tot war oder ob sie einfach nur ausgenockt wurde. Wir hätten tatsächlich auch noch mit Rose, Shayna reden können. Habe ich es leider nicht getan. Ich habe sie vor lauter Ärger angeschrien. Ich bin nur davor weggerannt. Von dem Schmerz, den wir eigentlich hätten zusammen ertragen müssen. Als Meister und als Vater. Es ist nur 20 Jahre her, seit ich das Dorf verlassen habe, um Claire hinterher zu jagen. Aber was ich gefunden habe, war nur meine kindische Art. Mit jedem Verstreichen der Zeit habe ich das Ziel meiner Reise vergessen. Ja, das ist. Aber Dart und die anderen haben mir ein neues gegeben. Ich denke. Was die Reise, die ich gerade antrete, ist eine Reise um die Passion dieser jungen Dart und seiner Freunde zu unterstützen. Ja, wir brauchen einen alten Sack. Oh, ups, ups, ich bin ein bisschen weich geworden, wie es aussieht. Bisschen muschi? Naja, ich werde Kongol ein bisschen ärgern. Ich hoffe, er ist nicht ausgenockt mit Seekrankheit. Nein, das wird er wahrscheinlich nicht sein. Und wir werden tatsächlich wieder zurücklaufen und mit dem guten Kongol quatschen. Ich glaube, er war hier. Hello. Ich glaube, er war hier unten. Bin ich. Nein, er war nicht hier unten. Okay. Nein, hier war er auch nicht. Es sei denn, Kongol ist ein zierliches Mädchen geworden. Obwohl sie gar nicht so zierlich aussieht, wenn ich ehrlich bin, was ihren Sprite angeht zumindest. Okay, die Küche ist auch nicht meine Destination. Oh, damn you. Dann war er ganz unten. I forgot. Wer he was? Ja, er war hier unten im Laderaum, genau. Allerdings, bevor ich mit ihm... Da bist du also, Kongol. Bevor ich mit dir quatsche, mein Freund, gibt es hier noch etwas für mich zum Snacken. Nämlich ein weiteres Stardust. Das zweite und letzte hier. Wir tun hier herumstolpern und tun Benzin in den Tank füllen. Also überlasst alles dem Maschinenraum. Lass uns alleine. Wir tun hier unsere Kohlebriketten in den Ofen schmeißen, whatever. Hi, Kongol. Was machst du hier alleine? Kongol immer alleine. Das bist du jetzt aber nicht.
Freunde, ich weiß noch nicht. Hä? Kongol ist hier. Um zu sehen, ob du Anführer werden wirst anstatt von Imperator Dowell. Dowell? Das ist deine Intention für die Reise, nicht wahr? Warum redest du dann nicht mit Albert? Er könnte vielleicht etwas über Dowells Vergangenheit wissen. Maybe. Das war's? Das ist alles? Ja, liebe Freunde, das ist alles. König der Menschen. Und wir können mit Kongol steuern, spielen, laufen. Schabernack betreiben. Wir werden jetzt den guten Albert finden. Ich glaube, er muss irgendwo da drin sein. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Sind wir an ihm schon vorbeigelaufen? Eventuell, ich weiß nicht, ob er hier drin war. Ah ja, er sitzt da oben, glaube ich. Menschenkönig Albert! Knuddel mich! Kongol will reden. Was sind Freunde? Da sagte Kongol Freund. Kongol nicht weiß, was ist Freund. Mein Onkel Dowell war dein Freund, nicht wahr? Nein, ich habe gekämpft für Imperator Dowell, um Welt zu machen, wo alle Spezies gleichwertig sind. Vielleicht können wir es auf diesem Wege irgendwie tun. Vielleicht sind Freunde die Menschen, welche den gleichen Pfad wie wir beschreiten. Menschen, wo gemeinsam laufen, aber nicht von jemandem angeführt werden, welche glückliche Momente und schmerzhafte Momente miteinander teilen. Das sind Freunde. Ja, das sind wir jetzt. Auch wenn wir verschiedene Intentionen haben, wir laufen Seite an Seite. Kongol, du bist ebenfalls schon auf dem gleichen Weg unterwegs wie wir. Das sieht wohl so aus, denn er hat sich der Party angeschlossen und hat nichts weiter zu sagen, wie es aussieht. Langweilig! Will nicht irgendjemand mit mir abhängen? Ich muss... Es ist einfach dank dieser Mädels, dass ich auf diesem Pfad entlang weiterlaufen kann. Jetzt werde ich mich meinen Freunden auch etwas annähernd gehen. Ja, ich kann mir vorstellen, was du im Sinn hast, mein Freund. Aber Meru ist, glaube ich, ein bisschen zu jung. Was? Willst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir sagen, wie man einem Mädchen seine Gefühle mitteilt? Okay, ist der Typ in Shayna verknallt, oder was? Das ging schnell. Aber er ist nur die Küchenputze, er hat kein Anrecht auf Shayna, denn sie ist eine Dragooner-Prinzessin. Eventuell. Nein, das war der falsche Raum, da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein. Bam 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 bam. Wo ist Meru? Wo ist Meru? Meru, Meru, Meru. Hi. Du hast Spaß wie immer, hä? Huh? Wow. Mitte ins Gesicht, hey. Ha, getroffen. Großer Erfolg. Möchtest du vielleicht vögeln? Was? Was? Rede mit mir, Mädel. Das ist ein sehr schrecklicher Willkommensgruß. Hey Al! Du bist einfach zu spießig. Du musst cool werden, wie Dart. Bist du jetzt böse? Nein, aber ich habe eine Frage. Hör! Seht ihr, was ich meine? Ihr Sprite sieht so muskulös aus. Wow! Aufregende Fragerunde? Meru. Als du uns beigetreten bist, sagtest du, es gibt immer noch etwas, bei dem ich dir helfen kann. Ist das wahr? Lass mich sehen. Ich weiß nicht wirklich, wie ich mich da gefühlt habe damals, aber es ist wahr. Okay. Aber ich weiß nicht, was es ist. Du scheinst nicht nur Spaß zu machen, wie es aussieht. Unsere Reise ist eine gefährliche.
Du wirst nicht in der Lage sein, sie erfolgreich zu bestehen, wenn du sie nicht ernst genug nimmst. Auf Deutsch. Daher gehen möchte ich, dass du dir einer Sache bewusst wirst. Ich möchte niemanden mehr sterben sehen. Also, bitte entschuldige mich. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ja, was auch immer. Der König ist einfach viel zu ernst. Ha! Jetzt ist meine große Chance, um mit Dart abzuhängen. Und genau das möchten wir mit ihr tun. Wir werden Dart ausfinden. Und ich glaube, er ist immer noch an der gleichen Stelle wie vorher. Seht ihr, was ich meine? Ihr Sprite ist so breitschulterig irgendwie. Liegt vielleicht daran, dass sie die Hände in die Hüften gestemmt hat. Und wenn wir ihr Faceset ansehen, sie ist klein und cute und aufgedreht. Naja, so wie 80% der Mädels heutzutage. Deswegen schauen wir mal, was wir mit dem guten Dart anstellen können. Ha! Dart gesichtet! Ein Dart erscheint. Ein wildes Dart erscheint. Hm, denkt er über was nach? Warum hast du eigentlich nichts an, Mädel? Ich weiß. Wer denkst du ist es? Bist du das, Shayna? Natürlich bist du's, Meru. Nein, niemals. Rose? Albert, sei nicht dumm. Heschel, hör auf mit dieser Stimme. Ich glaube nicht, aber Kongol? Okay, es ist, glaube ich, egal, was wir hier einsehen. Es, ja. Vielleicht machen wir ein bisschen Spaß eventuell. Heschel, quit. Ja, Heschel, quit that voice. Heschel, hör auf mit dieser Stimme. Du glaubst wirklich, dass er es ist? Ach, du änderst dich auch nie, Heschel. Du hast immer schon Pranks geliebt. Der Typ ist einfach saudumm, ehrlich. Hey, ich bin nicht. Ich bin kein alter Mann. Sorry, ich hab nur Spaß gemacht. Nein, hast du nicht. Wirklich? Es ist doch wirklich, es ist unmöglich, so eine wundervolle Stimme zu verwechseln. Wow! Was geht denn da für ein Film? Natürlich! Nun... Ich habe großartige Neuigkeiten für jemanden, der sich total langweilt. Warum kommst du nicht mit mir mit? Auch für ein Abenteuer auf diesem Schiff. Ja, ich habe schon eine Menge gesehen. Ich glaube, er weiß gar nicht, worauf sie hinaus will, die Kleine. Hey, du hast an Shayna gedacht, nicht wahr? Wenn sie dich mit so einem süßen Mädel wie mir rumlaufen sieht, dann wird sie bestimmt sauer, nicht wahr? Shayna wird nicht sauer über diese Art Dinge. Ah, es tut irgendwie schon beinahe weh. Was ist auf einmal mit diesem Abenteuer? Nun, es gibt etwas, was mich beschäftigt. Glaubst du nicht auch, dass Rose sehr merkwürdig ist? Ja, sie ist merkwürdig, aber ich denke nicht, dass sie merkwürdiger ist wie du. Ich rede nicht über diese Merkwürdigkeit. Ich denke, sie hat einiges, was sie uns verheimlicht oder... dass sie vielleicht ins zwielichtige Sachen involviert ist. Das kann gut sein. Hast du uns denn alles über dich erzählt, Meru? Ich bin eine Ausnahme. Rede nicht schlecht über deine Freunde. Jeder hat irgendwas, was er gerne verheimlicht. Ja, jeder hat Geheimnisse, das stimmt wohl. Sorry. Ich wollte nicht schlecht über Rose reden, aber sie ist mir gegenüber so kalt. So, ach, irgendwie... Also, möchtest du einfach mal einen Tapetenwechsel mit einem Abenteuer? Ja, sie möchte gefickt werden. Das ist mein Dart, du bist total cool! Komm schon, wir machen uns jetzt auf Merus Expedition. Merus Expedition, ha? Yeah. Schauen wir mal, was wir mit der guten Meru anstellen werden. Tatsächlich können wir uns jetzt mit allen Charakteren, glaube ich, nochmal unterhalten. Allerdings, ja doch, allerdings werde ich die Zeit nutzen. Ich habe ja gesagt, in diesem Part werden wir wahrscheinlich nicht großartig Progress machen, sondern uns hier ein bisschen mit den Charakteren identifizieren, denn auch das muss sein. Denn Charaktere in JRPGs brauchen Tiefe.
Und das haben diese Charaktere bis jetzt. Der eine mehr, der eine weniger. Rose. Wir gehen weiter ab. Up and down. Oh. Hey. Spiel ihr keine Streiche. Sie versteht keine Jokes. Ja, das stimmt wohl. Das werde ich nicht. Rose hat eine mysteriöse Personalität. Persönlichkeit, Personalität, ja klar. Sie ist immer kalt. Aber wenn es kritisch wird, dann boxt sie uns immer raus. Ja, wir sind gerade am Leben. Nur wegen Rose. Ich stimme zu. Ha? Huh? What's up? Sollte das passieren? Oh, ich hab's falsch gemacht. Das sieht nicht gut aus. Hä? Ich glaube, es gibt in jedem JRPG auf dieser Welt ein fucking Geisterschiff. Kann das sein? Es war abzusehen, dass sowas passiert, liebe Freunde. Was zur Hölle ist das? Ein Schiff? Ich kann es nicht glauben. Was tut ihr da? Geht auf eure Posten zurück und macht eine Schadensaufnahme. Naja, das Schiff wird nicht mehr weiterfahren. Da ist ein Siegel. Es sieht aus wie ein königliches Schiff von Mille Susseaux. Ist das wie so eine Art Phantomschiff? Maybe. Oh, Junge. Kommodore, schlechte Neuigkeiten. Es hat den Maschinenraum getroffen. Kayla, Sie sollen sich beeilen und es reparieren. Aye, aye, Sir. Wir können Lennus so nicht verfolgen. Ja, manchmal zeigt der Ozean wirklich die merkwürdigsten Dinge, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Wartet eine Weile. Es gibt nichts, was wir jetzt tun können. Really? Dieses Schiff ist... Okay, anscheinend kennt die gute Rose das Schiff. Dort! Ich kann Shayna nirgends finden! Yeah! What? Shayna! Habt ihr das lange Gesicht von Dart gerade gesehen? Herrlich. Wie ist sie denn jetzt da hingekommen auf einmal? Wo bin ich? Yo, selbstverständlich. Hä? Wow. Natürlich ist es ein Geisterschiff mit Gespenstern und Skelettkriegern und Rittern? Ja! Uh-oh. Huah! What? Shayna! Sie wird beschützt? Was ist denn da los? Was bist du denn für ein Kasper da oben? Ha! Huh. Was ist hier los? Warum bist du hergekommen? Ich weiß es nicht. Als ich aufwachte, war ich hier. Aber diese Ritter haben mich beschützt. Sie...
sind richtig abgegangen und so. Ja, wenigstens bist du sicher. Komm schon, komm schon! Wo wir sowieso schon hier sind, sollten wir uns hier ein bisschen umsehen. Keine Chance. Ich möchte auch gehen. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte unbedingt etwas über diese Schiffe herausfinden. Och bitte. Wir werden mit ihnen gehen. Dann wird es kein Problem. Okay, aber wenn irgendwas passiert, werden wir zurückgehen. Und so sind wir auf unserem nächsten Dungeon, liebe Freunde. Das Phantom Ship. Ich werde für diesen Dungeon Rose aus der Party nehmen. Einfach aus dem Grund, weil sie nicht ganz optimal ist für dieses Schiff. Und die gute Shayna mitnehmen. Denn auch sie haben wir schon längerfristig nicht mehr gesehen. Ich werde mich jetzt optimal, in meinen Augen zumindest, optimal ausrüsten für diesen Dungeon. Und dann sehen wir uns ab dem nächsten Part wieder. Was ich vorhin gemeint habe mit, oh, das habe ich falsch gemacht. Wir hätten mit Mero und Dart, hätten wir noch mit den anderen Charakteren noch quatschen können. Es gäbe das ein oder andere interessante, vielleicht auch humorvolle Gespräch. Aber nein, ich bin direkt zu Rose hochgelaufen. Von dem her sehen wir uns ab dem nächsten Part wieder. Ciao.